Okay, fahr jetzt nach Black Hills. Du musst deine umgebaute Karre testen. Ich brauche deine Meinung. Da? Auf dem Fahrersitz. Wonach suche ich? Ich will das Schätzchen für ein paar Schmuggelaktionen nutzen. Finde heraus, was es kann. Bring's ans Limit. Wir haben schon einen Zeitrekord auf der Strecke. Ich muss nur wissen, wie der Wagen performt. Halte ich nicht zurück. Junge, also gib Gas! Wir haben schon einen Zeitrekord auf der Strecke. Ich muss nur wissen, wie der Wagen performt. Halte ich nicht zurück. Schaffst das! Die Sanduhr ist bald leer, Kumpel.
Wir haben schon einen Zeitrekord auf der Strecke. Ich muss nur wissen, wie der Wagen performt. Halte ich nicht zurück. Du schaffst das! Die Sanduhr ist bald leer, Kumpel. Okay, Hirsch, das Ding ist spitze. Mehr wollte ich nicht hören. Mein Tuner holt ihn ab. Dank dir. Du hast deinen Teil erfüllt und ich habe ausgetüftelt, wie wir beide bekommen, was wir wollen. Fahr zu dem Punkt auf deiner Karte.
Ich habe einen Plan, wie ich an mein Wie vorkomme. Klappt's? Hast du dein Tattoo? Und wie? Ich habe von einem geschmuggelten Flitzer aus Europa gehört. Du holst ihn, wir schenken ihn einem 510-Boss und fertig. Sag mir, wo es hingeht. Beeil dich. Wir brauchen die Identität des Testfahrers. Er ist am Flughafen. Der Testfahrer hat mich gesehen. Nun, es lief aus dem Ruder. Was ist passiert? Ich rufe zurück. Bring den Testfahrer zum Stehen. Alex, lange nichts von dir gehört. Wie ist die Lage? Ich besorge uns einen Rennwagen, dann bekommt Hirsch leichter sein Biforte zu und ich meins. Du bist undercover, aber das ist kein Freischein für eine Diebestour. Relax, der Wagen wurde auf Bestellung aus Europa geklaut. Wir stellen hier nur gestohlenes Eigentum sicher. Okay, ich kann damit leben, wenn wir ihn später sicherstellen können. Nächstes Mal sprichst du sowas erst mit mir ab. Hast du ihn jetzt? So gut wie. Bring den Testfahrer zum Stehen. Alex, lange nichts von dir gehört. Wie ist die Lage? Ich besorge uns einen Rennwagen, dann bekommt Hirsch leichter sein Biforte zu und ich meins. Du bist undercover, aber das ist kein Freischein für eine Diebestour. Relax, der Wagen wurde auf Bestellung aus Europa geklaut. Wir stellen hier nur gestohlenes Eigentum sicher. Okay, ich kann damit leben, wenn wir ihn später sicherstellen können. Nächstes Mal sprichst du sowas erst mit mir ab. Es geht hier um Zeit.
es schnell. Ja, hol ihn ein. Bring den Testfahrer zum Stehen. Alex, lange nichts von dir gehört. Wie ist die Lage? Ich besorge uns einen Rennwagen, dann bekommt Hirschleiter sein Vivorte zu und ich meins. Du bist undercover, aber das ist kein Freischein für eine Diebestour. Relax, der Wagen wurde auf Bestellung aus Europa geklaut. Wir stellen hier nur gestohlenes Eigentum sicher. Okay, ich kann damit leben, wenn wir ihn später sicherstellen können. Nächstes Mal sprichst du sowas erst mit mir ab. Hast du seine ID? Ja. Fahr rüber zur Piste und nimm seinen Platz bei der Testfahrt ein. Okay, was jetzt? Wir dürfen keinen Verdacht erregen. Nimm als Testfahrer an dieser Proberunde teil und fahr dann die erste Ausfahrt raus. Halt das Tempo, sonst schicken sie dich in die Box und die Sache ist aus. Du machst das echt gut. Eine Ausfahrt gesehen? Ich glaube, da kommt eine. Hoffentlich klappt's. Ich glaube, Troy kennt unseren Plan. Was? Hab 1000 Troy-Typen am Arsch. Verschwinde da! Ich brauch den Wagen!
Oder? Hatte schon bessere, aber nicht viele. Ein V6 wird später unser kleines Geschenk abholen. Läuft alles gut, siehst du hier den neuen V4 im mittleren Westen. Und du, Freund, hast das 510-Tattoo erworben. Geschafft, Mann. Ich bin V4 im Mittelwesten und du, mein Freund, bist 510. Du hast ein Tattoo, Bruder. Such dir eine schöne Stelle aus. Also, ich bin drin? Du bist registriert. Jetzt, wo du offiziell bist, willst du sicher ein bisschen in der Welt rumkommen. Sag mir, was ansteht. Ein Typ namens Eric Zhu schmeißt die Ostküste für Schiff. Übler Kerl. Die 510 verlieren dadurch eine Menge Geld. Ich habe versprochen, jemanden vorbeizuschicken. Regle das an der Ostküste. Da ist dein V2. Alles klar.